Liebe Freundinnen und Freunde, auch ich will mich herzlich bedanken bei euch allen, die an der Urwahl teilgenommen haben. Ich will mich natürlich besonders bei denen bedanken, die mich gewählt haben. Aber eines haben wir gemeinsam bewiesen. Andere reden von Transparenz. Grüne leben Transparenz. Ich freue mich über das Vertrauen, über die Aufgabe, die ihr, Katrin und mir, übertragen habt. Ich kann euch versprechen, wir werden alles geben, um uns Grüne so stark wie möglich zu machen. Es geht bei dieser Bundestagswahl um einen grundlegenden Wandel. Es geht um den grünen Wandel. Und dafür brauchen wir uns alle. Wir brauchen einen starken Bundesvorstand, eine kreative Bundestagsfraktion, die Landtagsfraktionen, die Landesregierungen, die unzähligen Grünen in den Kommunalparlamenten. Wir brauchen Claudia und Cem, wir brauchen Renate, wir brauchen Kretsch und Silvia. Wir brauchen euch alle, damit wir diesen grünen Wandel hinbekommen. Ich will heute nicht viel über Schwarz-Gelb reden, über Leute wie Alexander Dobrindt, die, wenn sie den Mund aufmachen, einen Shitstorm entlassen. Oder über den Widersinn, dass in Deutschland ungedeckte Leerverkäufe an der Börse verboten sind, Philipp Rösler aber weiterhin Wirtschaftsminister sein darf. Und ich will mich nicht lange beschäftigen mit dem Trio Infernale, Dobrindt, Döring und Gröhe, die am vorletzten Sonntag vor die Kameras traten. Sie hatten sich zum vorweihnachtlichen Schrottwichteln getroffen. Und alle haben was bekommen. Der eine seine Herdprämie, der andere Geld aus dem Gesundheitsfonds und der dritte eine Lebensleistungsrente. Wir wissen jetzt, was der christlich-demokratischen Union die Lebensleistung eines Menschen wert ist, der 40 Jahre hart gearbeitet hat. 10 Euro, aber nur, wenn er vorher privat vorgesorgt hat. Das ist schäbig, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Aber sind die wirklichen Probleme gelöst worden? Gab es nach diesem Schrottwichteln einen Kita-Platz mehr? Nein. Wurde irgendjemand, irgendeiner Rentnerin in der Altersarmut geholfen? Nein. Wird die Zweiklassenmedizin beendet? Nein. Ich sage euch, von der Regierung Merkel wird nichts in Erinnerung bleiben, außer dass sie konsequent an den wirklichen Problemen der Menschen in diesem Lande vorbeiregiert hat. Doch genug von dieser Gurkentruppe, wie sie sich selber nennt. In den letzten Tagen versuchte uns das politische Feuilleton sozusagen als die saturierten Spießbürger im Bionade-Biotop zu beschreiben. Ja, das wären dann die ersten Spießbürger, die sich nicht zurücklehnen wollen, sondern einen konsequenten Wandel in diesem Lande durchstreiten und erkämpfen wollen. Wir wollen den grünen Wandel, weil der Klimawandel
ungebremst voranschreitet. 2011 wurden 34 Milliarden Tonnen CO2 emittiert, 3% mehr als im Jahr zuvor. Noch nie war so wenig Eis am Nordpol wie in diesem Sommer. Das schreit nicht nach Zurücklehnen, das schreit doch nach Veränderung, nach dem grünen Wandel. Wir wollen den grünen Wandel, weil aus der Finanzkrise von 2008 bis heute nichts gelernt wurde. Noch immer halten sich Banken, Staaten als Geiseln. Noch immer sind die Folgen nicht abbezahlt von damals. Wir wollen den grünen Wandel, weil Wohlstand in dieser Gesellschaft noch nie so ungerecht verteilt war. Während Kommunen Milliarden Kredite aufnehmen müssen, wächst der Reichtum der 10% reichsten Personen dieses Landes. Und wir wollen den grünen Wandel, weil das historische Friedensprojekt Europa in ernster Gefahr ist. Wir reden von Stabilität, aber es wird kein stabiles Europa geben in einem Europa, in dem 50% der jungen Menschen unter 25 arbeitslos sind. Und ich sage auch, ein gemeinsames Europa, das muss auf den arabischen Frühling eine andere Antwort haben als Frontex, Abschottung und Panzer nach Bahrain. Wir wollen den grünen Wandel, weil wir eine offene Gesellschaft wollen. Wir wollen nirgendwo, weder im Osten noch im Westen unseres Landes, braune Zonen dulden. Und wir wollen es nicht akzeptieren, dass aus der Mitte der politischen demokratischen Rechten unentwegt die Stichworte für die Rechtsaußen geliefert werden. Um diesen grünen Wandel geht es in dieser Wahl. Und den gibt es nur mit starken Grünen. Dieser grüne Wandel, der braucht ein Ziel. Wir können das benennen. Wir wollen eine Gesellschaft, die 100% ihrer Energie aus erneuerbaren Quellen dezentral und zentral gewinnt, in der alle sich beteiligen und nicht nur vier große Konzerne Geld verdienen wollen. Wir wollen eine ressourcenleichte, kohlenstoffarme Wirtschaft. Eine Wirtschaft ohne einen inhärenten Wachstumszwang, die auch bei kleinen Wachstumsraten Wohlstand produzieren kann. Wir treten dafür ein, dass die Klassenherkunft nicht länger das Klassenziel bestimmt, mit alle eine gute Bildung haben. Wir wollen, dass Familie da ist, wo Kinder sind, egal ob die Eltern hetero, schwul oder lesbisch sind. Wir wollen ein europäisches Deutschland und nicht ein Europa, das Deutsch spricht, wie sich das der Herr Kauder vorstellt. Wir wollen in diesem Europa Partnerschaften auf Augenhöhe, nicht mit dem Zeigefinger, sondern mit der ausgestreckten Hand. Ein Europa mit fairen Löhnen, ohne Steuerdumping und mit einer ressourcensparenden Wirtschaft. Das ist unser Europa. Kurz gesagt, wir kämpfen für einen grünen Wandel hin zu einer nachhaltigen, einer gerechten, einer offenen, man kann es auch kürzer sagen, einer modernen Gesellschaft. Das ist, wo wir hinwollen. Das hat uns übrigens schon immer ausgemacht, dass wir wussten, wo wir in den nächsten Jahren hingehen wollten. Wir waren schon für den Atomausstieg, als das noch überhaupt kein Konsens war.
Wir waren schon für Vollkornläden und biologische Landwirtschaft, als noch keine Supermärkte ganze Regale dafür freigeräumt haben. Und wir waren für die Homo-Ehe, als noch die ganze Gesellschaft gegen uns stand. Und wir waren für eine Frauenquote, als bei der CDU Frauen zum Servieren nur an die Tische kamen. Ja? Wir haben dabei einen langen Atem bewiesen. Aber am Ende lagen wir richtig. Mit unserer Beharrlichkeit haben wir die Mitte dieser Gesellschaft verändert. Wir haben die Mitte dieser Gesellschaft nach grün verschoben. Und wir haben das getan mit einer Politik, die sich den Mühen der Realität gestellt hat. Wir haben uns nicht davon entmutigen lassen, dass Leute uns lächerlich gemacht haben und Ökospinner genannt haben. Heute haben wir prominentere Zeugen an unserer Seite. Ich erinnere an Sir Nicholas Stern, der darauf hingewiesen hat, wenn wir es nicht schaffen, die globale Erwärmung auf 2 Grad zu begrenzen, dass uns das zwischen 5 oder sogar 20% des jährlichen weltweiten Bruttoinlandsprodukts kosten kann. Wir es andere für Gedöns gehalten haben, ist heute doch schon lange harte Politik. Wer Frauen mit der Herdprämie vom Arbeitsmarkt fernhält, wer Deutschland vor Fachkräften abschottet, der vergrößert das Fachkräfteproblem am Standort Deutschland, der betreibt eine schlechte Wirtschaftspolitik und nicht nur eine ungerechte Frauenpolitik und eine fiese Integrationspolitik. Ja, wir können auch sagen, wie man das macht. Zum Beispiel, wie man Energiewende macht, da schaut die ganze Welt drauf, ob wir es hinkriegen, in einem hochindustriellen Land dieses auf den Weg zu bringen. Und jetzt haben wir einen Umweltminister, das ist der Erste, der 25% erneuerbaren Strom zu viel findet. Und wir haben einen Wirtschaftsminister, der zusammen mit dem Bundesverband der deutschen Industrie und den Metallarbeitgebern, die kostümieren sich gelegentlich als Initiative Soziale Marktwirtschaft, ist nichts anderes als outgesourceter Gesamtmetall. Die plakatieren für die Energiewende, weil sie das EEG abschaffen wollen. Das ist die gleiche Logik, als würde man sagen, wer den Wald retten will, der muss die Bäume abhacken. Nein, lieber Peter Altmaier. 25% erneuerbarer Strom, das ist nicht zu viel. Das ist immer noch 75% zu wenig. Deshalb brauchen wir keine Abschaffung, sondern die Fortentwicklung des erneuerbaren Energiengesetzes. Deshalb brauchen wir Kapazitätsmärkte in Deutschland. Deswegen brauchen wir einen Energiesparfonds. Und deswegen brauchen wir endlich ein verbindliches Klimaschutzgesetz, wie es gerade unsere Freunde in Nordrhein-Westfalen durchkämpfen. Und wir wissen, wie wir dieses Land auch gerechter machen können. Das ist nicht nur eine moralische Frage. Der Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz nennt sein neues Buch »Der Preis der Ungleichheit, wie die Spaltung der Gesellschaft unsere Zukunft bedroht«. Und er hat recht. Es muss ein Ende sein mit der Einkommensschwäche der Mittel- und Unterschichten. Es muss ein Ende sein mit der Unterfinanzierung unseres Gemeinwesens. Darüber werden wir morgen diskutieren hier. Aber bestimmte Dinge sind da völlig klar. Wir brauchen einen flächendeckenden Mindestlohn. Wir brauchen eine verfassungskonforme Grundsicherung. Wir brauchen eine Garantierente. Und wir wollen eine Bürgerversicherung, einen Abschied von der Zweiklassenmedizin. Und das sage ich mit Blick auch auf konkurrierende Parteien. Das geht nur, wenn man auch den Mut hat,
Besitzstände anzugreifen. Das geht nur, wenn man ökologisch schädliche und andere Subventionen auch wirklich abbaut. Und zu diesem Mut gehört es auch, denen, die viel haben, die es sich leisten können, auch mehr abzuverlangen. Wenn wir die Schulden der Finanzkrise und die Schulden der Schuldenkanzlerin Angela Merkel, die ist verantwortlich für 500 Milliarden neue Staatsschulden. Das ist die angeblich sparsame schwäbische Hausfrau aus Templin. Wenn wir das zurückfahren wollen, dann sollen das nicht Rentner und Arbeitslose über die Mehrwertsteuer, Arbeitnehmer und Arbeitgeber über die Einkommensteuer und damit über die Lohnkosten bezahlen. Dann ist das richtig, das zurückzuführen, dass Millionäre das mit einer Vermögensabgabe begleichen. Denn es waren ihre Vermögen, die wir gesichert haben. Und ich bin sehr für Leistung. Würde ich mir manchmal wünschen bei der Entlohnung von Frauen, dass die nach Leistung entlohnt würden. Aber eines sage ich euch, Erben ist keine Leistung, sondern biografischer Zufall. Und wenn wir also mehr tun wollen für Kultur und für Bildung in den Ländern, dann müssen unsere Länder mehr Erbschaftssteuer bekommen, sonst wird das nichts mit der Bildung und der Kultur in Deutschland. Wir wollen mit mehr Gerechtigkeit, mit mehr Teilhabe, kurz mit einer guten Sozialpolitik, dieses Land wieder in eine ökonomisch neue Balance bringen. Das ist der grüne Wandel. Dieser grüne Wandel hat eine Mehrheit in Deutschland. Es gibt gesellschaftliche Mehrheiten für den grünen Wandel. 8 von 10 Deutschen wollen eine Wirtschaftsordnung, die Umweltschutz stärker betont und für mehr sozialen Ausgleich sorgt. 89% der Deutschen finden die Einkommensunterschiede in Deutschland zu groß. 76% sind für einen Mindestlohn, 80% für die Gleichstellung der Homo-Ehe. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist die Mitte Deutschland. Es ist eine linke Mitte, es ist die grüne Mitte, die es in Deutschland gibt. Und wer das nicht will, der steht nicht in der Mitte, sondern der steht rechts von der Mitte. Liebe Frau Merkel, nur weil Sie sich zwischen Crazy Horst und Rainer Brüderle stellen, sind Sie noch keine Kraft der Mitte. Angela Merkel kostümiert sich gerne als ausgleichende Kraft. Aber dahinter betreibt sie knallharte Interessenpolitik. Da wird Hoteliers für ihre Parteispenden mal eben die Mövenpick-Subvention hinterhergeschmissen, aber für eine anständige Grundsicherung ist angeblich kein Geld da. Da wird Wiesenhof aus dem EEG und Banken und Golfplätze aus der Netzumlage durch die Stromkunden subventioniert. Und dann stellt man sich scheinheilig hin und beklagt die Stromarmut von Hartz-IV-Empfängern, die eigentlich vor kurzem noch angeblich in römischer Dekadenz gelebt haben. Und da wird da kann man gar nicht laut genug und beharrlich genug fordern, den Rentnern und Pensionären in Griechenland und Spanien die Alterseinkünfte zusammenzustreichen, und gleichzeitig
wird Steuerflüchtlingen in der Schweiz Straffreiheit versprochen. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist nicht bürgerlich, das ist schäbig, was Frau Merkel macht. Wir wollen diese Schäbigkeit beenden. 2013 heißt es Grün oder Merkel. Das ist die Auseinandersetzung und nicht irgendwelche Farbenspiele. Wir wollen den grünen Wandel hin zu einer Energiewende, zu Gerechtigkeit und Teilhabe, zu einer offenen Gesellschaft. Den gibt es nur mit starken Grünen und den gibt es nur, auch nicht ohne Konflikte, aber nur mit einer rot-grünen Koalition. Offene Gesellschaft geht nicht mit einer Europa- und fremdenfeindlichen CSU. Gerechtigkeit geht nicht mit der Mövenpick-FDP. Und Energiewende geht nicht mit einer CDU, der 25% Erneuerbare schon zu viel sind. Es geht heute darum, aus den gesellschaftlichen Mehrheiten auch politische Mehrheiten zu machen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist eine harte Aufgabe. Macht euch nichts vor. Das wird auf massive Widerstände stoßen. Der erste Widerstand ist die Suggestion von der anderen Seite, man könne das nicht schaffen. Man kann das nicht schaffen, in Schleswig-Holstein nicht, in Baden-Württemberg nicht, in Rheinland-Pfalz nicht. Nirgendwo konnte man das schaffen. Aber wir haben es geschafft. Es ist möglich. Im Jahre 2009 regierten wir in Bremen und Hamburg. Was steht uns am 20. Januar bevor? Am 20. Januar wollen wir Schwarz-Gelb hier in Niedersachsen ablösen. Am 20. Januar wollen wir hier in Niedersachsen die Studiengebühren abschaffen. Ab 20. Januar wollen wir die industrielle Massentierhaltung, diese organisierte Tierquälerei in diesem Lande beschränken. Ab 20. Januar wollen wir, dass in Niedersachsen der Elternwille bei der Beschulung ihrer Kinder endlich zum Durchbruch verholfen wird und dieser ideologische Schulkrieg gegen die gemeinsame Beschulung endlich beendet wird. Und wenn uns das gelingt, liebe Freundinnen und Freunde, dann werden in Deutschland 50 Millionen Menschen mit grün-roten und rot-grünen Landesregierungen leben. Und dann erzählen uns andere, wir könnten nicht die restlichen 30 davon überzeugen, dass es sich lohnt, ohne Schwarz-Gelb zu leben. Ich glaube das einfach nicht, dass uns das nicht gelingen kann. Ich bin davon überzeugt, wir können diese 30 Millionen überzeugen. Zunächst in Bayern. Da schicken wir Crazy Horse zurück nach Ingolstadt. Und dann im September bei der Bundestagswahl, wenn wir Frau Merkel zurück nach Templin schicken. Energiewende, Gerechtigkeit und Teilhabe, eine offene Gesellschaft, den grünen Wandel, den gibt es nur mit starken Grünen. Dafür kämpfen wir, machen wir uns auf. Und jetzt geht's los.